Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und Josh wieder für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute geht es um den Mage Tower vom Guardian Druid und dahingehend will ich euch mal zeigen, wie wir hier uns diese schicke Druid-Gestalt erspielen können. Als allererstes, was ist der Mage Tower? Der Mage Tower ist ein Event, das in Legion mit dem Pre-Patch zu Tomb of Sagaros reinkam. Das ist der Raid, der sich hinter mir befindet. Und dort kann man quasi mit jeder Klasse bzw. jedem Spec von der Klasse eine Challenge erspielen. Und wenn man diese Challenge schafft, hat man damals für die Artefaktwaffen besondere Skins bekommen. Das Ganze wurde mit Ende Legion rausgeschmissen. Jetzt kam Legion Timewalker rein und dementsprechend hat Blizzard den Mage Tower zurückgebracht. Nicht mit den Artefaktwaffenbelohnungen, aber mit neuen Belohnungen. Jede Klasse kriegt ein T-Mog-Set, das quasi einen Recolor vom T20 ist, was auch aus dem Tomb of Sagaros Raid quasi das Set ist, bloß halt in einer anderen Farbgestaltung. Und der Druid kriegt so als kleine Schmankerl noch diese schicke Gestalt drauf. Das ist quasi die schwarze, muskuläre Bärengestalt mit diesen schönen Runen noch mit drauf, sieht auf jeden Fall schick aus. Und wie wir uns das Ganze spielen können, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes solltet ihr wissen, der Mage Tower befindet sich einmal hier in Legion, einmal hier auf der verkehrten Küste, vor allem verheerten Küste, so rum. Und dort haben wir einfach in dem Lager hier den Magierturm. Solange das Legion Timewalker Event am Start ist, das sind im Moment 2 Wochen, beziehungsweise Blizzard hat jetzt schon angekündigt, dass es 4 Wochen gehen wird, kann man sich quasi hier einmal anmelden bei diesem Magier hier. Gehen wir noch ein bisschen weiter raus. Ihr seht, hier stehen schon ein Haufen Leute. Hier könnt ihr euch einfach anmelden auf den Koordinaten 45, 61. Kleine Information, jeder Spec und jede Klasse hat quasi eine andere Challenge. Es sind aber insgesamt nur 7 Challenges und diese 7 Challenges werden halt auf die verschiedenen Specs aufgeteilt. Heißt, mit dem Druid habe ich 4 Specs und dementsprechend kann ich 4 Challenges spielen von diesen insgesamt 7. Wenn ihr alle 7 Challenges auf verschiedenen Klassen absolviert habt, gibt es dann auch noch ein schickes Mount, hier diesen Zauberfolianten, und wenn ihr alle 36 Specs rausgeholt habt, also alle Klassen plus alle Specs, dann gibt es noch eine extra Heldentat, da bin ich aber noch ein bisschen weit von entfernt. So, jetzt wollen wir uns angucken, was wir am besten uns anlegen, wenn wir hier in die Mage Tower Challenge reingehen. Ihr solltet wissen, das Ganze ist Timewalker, heißt, euer Gear wird runtergescaled. Ihr müsst Minimum Stufe 50 sein, um euch anmelden zu können. Ich empfehle aber Stufe 60 zu sein. Warum? Ihr werdet zwar eh runtergescaled mit dem Item-Level und mit dem Level sowieso, ne? Aber zwischen 50 und 60 schaltet ihr noch ein paar Fähigkeiten frei, ein paar Fähigkeitenverbesserungen und die habt ihr dann nicht. Ihr könnt es mit 50 machen, ihr tut euch aber leichter, wenn ihr es mit 60 macht. Prinzipiell könnt ihr richtige Schrottgear anziehen, also das Item-Level ist vollkommen egal. Das Gear sollte bloß über Item-Level 50 sein. Ihr werdet nämlich auf 50 runtergescaled, wenn ihr Item-Level 30 anhabt, wird es aber nicht hochgescaled. Ihr solltet im Optimalfall die Stats anziehen, die ihr braucht für die Challenge. Als Guardian würde ich empfehlen, Versa auf jeden Fall auf den Items drauf zu haben und zusätzlich am besten Mastery oder Tempo. Mastery einfach, um noch ein bisschen defensiver zu sein, mehr Life-Pool zu haben, ist von Vorteil. Wir haben nämlich einige Hits, die relativ gut reinhauen und Tempo erhöht einfach nochmal ein bisschen euren Damage. Aber Versa solltet ihr auf jeden Fall nehmen. Ihr könnt jetzt mit eurem ganz normalen Raid-Gear spielen. Das ist zum Beispiel das Gear-Setup, das ich gespielt habe. Heißt einfach ganz normal mein 252er-Gear, das manchmal besser, manchmal schlechter ist. Und dann habe ich mir noch ein paar andere Sachen angezogen. Übrigens, kleine Randinformation, wenn ihr denkt, oh, ich ziehe jetzt Legendary an, den Legion oder den Hals aus BFA, diese ganzen Effekte sind alle deaktiviert. Also alle Legendary-Effekte, alles deaktiviert. Ihr könnt eigentlich nichts nutzen, was euch irgendwie externe Power aus einer Expansion bringt. Das sollte ich dazu sagen. Also unsere Legendary-Hose deaktiviert. Convoke, Covenant-Fähigkeit deaktiviert. Die ganzen Conduits deaktiviert. Also dieses ganze Zeug funktioniert nicht. Der Legendary-Umhang aus, das ist auch BFA, deaktiviert. Hals deaktiviert. Das funktioniert alles nicht. Ich habe diese 2 Items nur an, weil sie 3 Tertiär-Stats haben. Ne? Also da habe ich jetzt Crit, Tempo und Mastery drauf. Auf den meisten anderen Sachen sind halt nur 2 Tertiär-Stats drauf. Deswegen habe ich die angezogen. Viel bringt es ehrlich gesagt nicht und auf beiden ist kein Versa drauf. Das war wahrscheinlich eher eine dumme Idee. So, jetzt, wo ihr das meiste rausholen könnt, sind tatsächlich die Trinkets und wenn ihr Items habt, die Sondereffekte haben. Und zwar, ich spiele einmal hier mit der Blutschuppe. Die bekommt ihr aus The Other Side. Das ist relativ praktisch. Die absorbiert ganz gut Schaden, hat 2 Minuten Cooldown und macht auch noch ein bisschen Damage. Und dann habe ich das Rechengerät im Taschenformat. Das ist so ein Laser, der haut relativ gut Schaden raus. Ich muss mal gucken, ob ich kurz einen Mob finde.
Ihr müsst nämlich hier eine rote Lochkarte reinmachen, die heißt Zyklotronischer Beschuss, genau, dass ich es nur rausbringe. Und dann kann man dieses Trinket quasi einsetzen. Ich kann es mal in dem Mob hier demonstrieren. Das schießt dann so ein Laser raus. Okay, der Mob ist jetzt instant gestorben, aber das macht recht gut Schaden. Das kann man auf Mechagon sich bei dem Roboter bauen. Ist ganz praktisch, braucht man aber nicht unbedingt. Es gibt da noch andere Optionen an Trinkets, die ihr spielen könnt, die ganz praktisch sind. Mir wurde hier ein Video gelinkt, wo einer mit einem Seed-Trinket aus Legion gespielt hat. Und zwar ist es aus dem Smaragdgrünen Albtraum. Und dann von Nintendo droppt hier diese Samenkapsel, da kann man eine Void-Fläche auf dem Boden machen, jede Minute, gibt ein bisschen Lifesteal und macht Schaden. Ist relativ krass, weil das 10 Sekunden lang tickt mit 181 Damage, ist Item Level 50, seht ihr, also wird nicht runterscaled und macht dann 1800 Schaden. Auf dem runtergescalten Niveau ist das relativ viel, jede Minute einsetzbar, da kann man Ads, die man in der Mage Tower Challenge hat, ganz gut weckerehen. Zusätzlich, wenn ihr euch das Ganze noch ein bisschen vereinfachen wollt, könnt ihr euer Gear ein bisschen anpassen, indem ihr euch, wenn ein Gear farmt, mit vielen Sockeln drauf oder Gear herstellt mit vielen Sockeln drauf. Ich kann euch da mal eins zeigen. Der Lederer zum Beispiel oder auch die anderen Craft-Berufe können in der Mist of Pandaria Expansion hier PvP-Items herstellen. Und ihr seht, diese PvP-Items haben alle Sockel drauf, ne? Hier auch ein Metasockel und nochmal normalen oder hier haben wir Schulter mit zwei Sockeln. Diese Sockel habt ihr dann zusätzlich mit Stats. Und die Teile sind Item Level 39. Ihr könnt die aber, wenn ihr hier so ein Relikt der Vergangenheit Rang 5 ist das, drauf bastelt, könnt ihr die auf Item Level 54 erhöhen. Und dann sind die quasi auf diesem maximalen Item Level und werden dann halt von 54 auf 50 in der Challenge runtergescaled. Und dementsprechend habt ihr hier überall Sockel drauf. Und ihr könnt euch fast jeden Slot bauen. Also ihr könnt euch einmal den Helm bauen, ihr könnt euch Schulter bauen und hier gibt es auch den Vorteil, dass es viele verschiedene Varianten gibt und ihr könnt euch die Stats aussuchen. Ich habe das beim Guardian jetzt tatsächlich nicht gemacht, hätte man machen können, um es sich noch ein bisschen einfacher zu machen. Ich habe es jetzt aber gemacht, weil ich die anderen Challenges auch noch mache und dementsprechend mir einen Gear für Eule gebaut. Ich kann euch das mal zeigen, das könnt ihr aber also 1:1 für den Guardian auch ummünzen und dementsprechend euch dann so ein Gear bauen. Ihr seht, hier habe ich jetzt überall, weil ich wollte Mastery haben, überall Mastery für die Eule drauf und auch das gesockelt. Das könnt ihr beim Guardian machen, craftet ihr euch einfach ein Versa-Gear und sockelt halt dementsprechend überall Versa rein. Eine andere Option ist dann, dass ihr nach SOO geht, und zwar Siege of Orgrimmar ist das. Und hier ist es so, da kriegt ihr sogar noch ein bisschen mehr Sockel. Da müssen wir einmal in die Mist of Pandaria Expansion und dann Siege of Orgrimmar. Und dann haben wir hier verschiedenste Items. Am besten macht wir da den mythischen Schwierigkeitsgrad. Das sind nämlich die Gegenstände Item Level 45. Und dort habt ihr dann Items, die haben sogar drei Sockel teilweise drauf. Das Problem ist, ihr verliert 5 Item Level, habt ein bisschen weniger Main Stats, also Ausdauer verliert ihr auch ein bisschen was. Dafür könnt ihr noch ein bisschen mehr Sekundär Stats reinsockeln, beziehungsweise auch Beweglichkeit dann zum Beispiel oder, ja. Würde ich in der Tank Challenge ehrlich gesagt nicht machen, ich würde voll auf Versa gehen. Gut, so viel zum Gearing. Zu den Trinkets, wenn ihr den Umhang bzw. den Hals habt, könnt ihr den anziehen. Wie gesagt, habt ihr halt drei Tertiär-Stats, Sekundär-Stats drauf, so rum. So viel macht es nicht aus. Bei den Ringen könnt ihr alte Legendary-Ringe anziehen oder ihr craftet euch die Juve-Ringe, die 200er Item-Level-Dinger oder auch Lore, ist vollkommen egal. Die haben auch immer einen Sockel drauf, könnt ihr euch auch die Stats aussuchen. Dann zu der Waffe. Ich habe hier mit dem Dreizack der Tiefen gespielt. Der hat nochmal einen extra Effekt drauf, dass ich so ein Absorb-Schild kriege. Der ist aus Crucible of the Storm. Und da ist es aus BFA. Der hat ehrlich gesagt nicht sonderlich viel gebracht, weil der hat keine Sekundärstats. Und ich habe einfach mal ein bisschen rumprobiert mit den Waffen. Ich glaube, da tut so eine normale auch. Was eine gute Alternative ist, wenn ihr die denn habt, bei den Erbstücken, könnt ihr euch einmal hier Höllschreis irgendwas da bauen. Das hat nochmal zwei Sockel drauf. Kann von Vorteil sein, hat hier Mastery Tempo. Ist zwar jetzt kein Versa, aber zwei extra Sockel könnt ihr nochmal ein bisschen was an Versa auf jeden Fall mit reinbasteln. Die gibt es aber leider nicht, also wenn ihr die noch quasi rumliegen habt in eurem Erbstückmenü, dann könnt ihr euch die noch anziehen. Gut, soweit jetzt zum Gear. Übrigens, das Ganze wurde mittlerweile auch schon genervt. Ich habe es jetzt am Donnerstag erspielt. Mittlerweile hat Blizzard es zweimal in Anführungszeichen genervt. Die haben einmal gestern, glaube ich, das Leben von Krul, das ist der zweite Boss, um 10% verringert, was ein großer Nerf ist.
bei der Guardian Challenge und ein paar andere Challenges auch noch. Und die Nether-Horror wurden auch nochmal um 10% genervt. Zusätzlich gibt es dann irgendwie noch einen Nerf, dass die Mobs, glaube ich, ihren ja eh nicht mehr casten, wenn sie laufen. Oder vielleicht habe ich das auch nicht so ganz richtig verstanden. In dem anderen Thread war es noch ein bisschen anders geschrieben. Aber ja, da muss man nochmal gucken. Also auch diese Nether-Horrors mit dem Cast sind ein bisschen vereinfacht worden. Ich würde sagen, wir sind jetzt einmal mit dem Gearing durch. Was ich euch noch raten kann, was ihr euch holen solltet, sind auf jeden Fall eine Flask, ein Pot, dann Runen, dann euer Schattenöl. Das sind alles Verstärkungen, die ihr draufhauen könnt. Dann gehen auch die Kriegsrollen aus BFA. Es gibt sowohl eine Kriegsrolle für 3% mehr Angriffskraft als auch die Ausdauerrolle. Die Ausdauerrolle habe ich mir jetzt nicht gekauft, weil die sind im Moment arschteuer, aber die 3% mehr Angriffskraft habe ich mitgenommen. Die heißen Kriegsrolle des Schlachtrufers. Und wenn ihr euch dann noch komplett aufs Min-Maxen wollt, könnt ihr euch auch noch ältere Flasks und Pots holen, denn die skalieren teilweise besser. Ich habe jetzt die Tank-Challenge persönlich mit den Shadowlands-Sachen so rumgespielt, schlichtweg, weil ich die halt noch hatte. Aber ihr könnt theoretisch auch andere Flasks nehmen. Zum Beispiel haben wir hier auf WoW hätten ganz gute Übersicht, wie die Sachen skalieren im Time Walker. Und da ist es so, dass die Shadowlands Flask euch 20 Primärstats bringt, die Flask aber aus BFA bringt euch 31, also fast nochmal die Hälfte mehr oder über die Hälfte mehr, und das heißt großes Fläschchen der Ströme, also die Agi Flask, die solltet ihr dann im Optimalfall nehmen, sollte die nicht total überteuert bei euch auf dem Server sein. Selbiges ist dann beim Food, ne? Also hier gibt es dann Primärstat verschiedene Sachen, ich würde aber eher empfehlen Sekundärstats zu nehmen. Und da ist aber mit 18 Sekundärstats die Shadowland-Variante die beste. Und da würde ich euch empfehlen, einfach das Versa-Food einmal zu nehmen. Das sind hier die Würstchen, genau. Und dann bei den Tränken ist die beste Variante hier die BFA-Variante. Da könnt ihr quasi bursten. Und da haben wir einmal den Kampftrank der Beweglichkeit. Der skaliert auch ein bisschen besser, kriegt ihr 105 Stats. Und bei dem Shadowlands kriegt ihr nur 54 Sets. Also es macht tatsächlich erheblich was aus. Da am besten noch ein bisschen min-maxen, wenn ihr Probleme habt. Wie gesagt, ich habe da meine alten Tränke noch genommen. Hätte vielleicht ein bisschen was gebracht. Die Challenge müsst ihr halt sinnig runterspielen. Das ist das A und O da. Also ne, min-maxen, alles schön und gut. Aber wenn ihr die Challenge movement-technisch nicht richtig runterspielt, bringt das euch natürlich auch relativ wenig. Gut, dann sind wir jetzt tatsächlich mit der ganzen Vorbereitung durch. Klar, was ihr noch mitnehmen solltet, hatte ich jetzt fast vergessen, einen Trank, also einen Halttrank könnt ihr noch mitnehmen. Drums, ganz wichtig, also ihr könnt mit diesen Trommeln Heldentum ziehen, die kann Lederer herstellen, könnt ihr euch mal Haar kaufen. Und dann könnt ihr euch theoretisch vorher auch noch von einem Hexer einen GS holen. Ob ihr das jedes Mal machen wollt, ist die Sache. Gut, ich würde sagen, wir schauen jetzt einmal in den Fight rein. Und zwar, ich würde sagen, wir gucken uns erstmal die Fähigkeiten an. Und nach den Fähigkeiten lasse ich es einmal durchlaufen und ich kommentiere es ein bisschen, hätte ich gesagt. Dann seht ihr den Fight. So, Dollar. Also, dann einmal rein da in den Kampf. Wenn ihr euch anmeldet, ihr müsst übrigens keine Währung zahlen. Ich mache noch ein paar Tries drauf. Ich mute mich mal hier. Ihr müsst übrigens keine Währung zahlen, ihr könnt euch so oft anmelden, wie ihr wollt. Das Einzige, was halt teuer wird, sind die Consumables und eventuell ein bisschen die Rep-Kosten. Also ihr seht hier oben, ich habe Flask und alles mögliche drauf. Und am Anfang ist erstmal so ein kleines RP-Event, der redet hier. Das ist übrigens leider bei allen Challenges der Fall. Heißt, ihr müsst da tatsächlich ein bisschen immer warten, was ein wenig nervig sein könnte. So, also als allererstes haben wir den Boss, der kommt hier in die Mitte. Und ihr solltet nicht gleich ganz dran stehen, denn er hat eine Fläche um sich rum. In dieser Fläche, wenn ihr reinläuft, ist es so, dass ihr einen Stack kriegt. Den seht ihr hier oben. Mit jedem Stack, den ihr bekommt, habt ihr 10% weniger Life. Wenn der Stack auf quasi Max ist, dann habt ihr kein Leben mehr. Also ihr solltet ihn auf 5 stacken, vielleicht auf 6 am Anfang, wenn ihr was CD'en könnt. Viel höher solltet ihr nicht stacken. Weil ihr habt dann, seht ihr, kaum noch Leben und ihr habt zusätzlich den Boss, der die ganze Zeit einen Cast auf euch wirkt. Dieser Cast macht nicht übertrieben viel Schaden, aber wenn ihr dann nur noch 20, 30, 40% von eurem Leben habt, dann ist das schon eine erhebliche Sache, was das an Damage raushaut. Das sind eigentlich die zwei Fähigkeiten, die der Boss prinzipiell hat. Seine Zone und den Cast. Beziehungsweise er hat noch eine dritte Fähigkeit und das ist ein Lebenssauger, würde ich jetzt mal sagen. Da zieht ihr euch oder euren NPCs, ihr habt nämlich zwei NPCs hier, Leben ab. Das müsst ihr unbedingt unterbrechen. Wenn ihr das nicht unterbrecht, dann
kriegt ihr erstmal ein bisschen Schaden, beziehungsweise Velen, euren Mate, der da mit dabei ist. Und er heilt sich extrem schnell wieder hoch. Und wenn ihr das nicht unterbrecht, dann ist eigentlich ziemlich schnell vorbei. Also das ist die höchste Priorität, dass dieser Zauber unterbrochen wird. Zusätzlich haben wir jetzt alle paar Sekunden diese vier Ads, die seitlich aus den Portalen spawnen. Also die Portale gehen auf, ihr habt dann immer kurz noch einen noch Zeit. Ihr seht, okay, die kommen jetzt gleich raus. Und dementsprechend könnt ihr die einmal dann am besten irgendwo in der Mitte zusammenziehen und schnell töten. Diese Mobs, sobald sie zusammenstehen, fangen sie an, einen Cast zu channeln. Der dauert so 2-3 Sekunden. Und sobald der fertig gechannelt ist, haben sie einen zweiten Cast, der die ganze Zeit pulsiert und extrem viel AE-Schaden macht. Der tickt 1-2 Sekunden durch und ihr seid tot oder Velen ist tot. Und sowohl wenn ihr stirbt, als auch Velen stirbt, ist das Ding vorbei. Also habt ihr verloren. Heißt, diese Mobs müssen schnell sterben. Als Druid haben wir die Möglichkeit, die zu unterbrechen. Erstens einmal mit unserem Gebrüll. Ne? Damit können wir sie einmal unterbrechen, also dieses Desorientieren. Und ihr seht hier hinten haben wir Kugeln und diese Kugeln, die werden gespawnt von Velen. Alle paar Sekunden spawnt eine neue Kugel und wenn ihr in diese Kugel reinlauft, ist es so, dass erstmal alle Mobs unterbrochen werden. Ich glaube für 3-4 Sekunden, das ist ganz gut. Die kriegen auch relativ viel Schaden mit diesen Kugeln und dementsprechend werdet ihr und alle NPCs komplett vollgeheilt. Heißt, ihr könnt diese Kugeln sowohl dazu nutzen, diese komischen Geister zu unterbrechen. Ihr seht, hier ist dieser Channel. Ne? Kurz bevor der durch ist, laufe ich eine Kugel rein, werden sie alle unterbrochen. Und der Boss und die Vollinventare bzw. Höllenbestien, werde ich auch nochmal was zu sagen, werden auch unterbrochen. Also da ein bisschen gucken. Dann haben wir, jetzt tun wir mal kurz hier eine Pause reindrücken. Dann haben wir noch zusätzlich diese Augen. Ja? Diese Augen sind relativ fies, denn die hauen so einen Strahl auf euch und wenn der Strahl abgelaufen ist und ihr sie nicht anguckt, kicken sie euch nach hinten weg. Und ihr seht, hier komplett das Ding ist offen und ihr fliegt einfach runter und seid tot. Dafür könnt ihr euch einen Goblin-Gleiter, den habe ich hier unten mir auch gebindet, einen Goblin-Gleiter quasi auf eine Taste legen. Wenn ihr runtergekickt werdet, schnell Goblin-Gleiter ziehen, könnt ihr wieder auf die Plattform raufgleiten, wenn ihr schnell seid. Oder ihr benutzt euren Charge. Also die wilde Attacke, die solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Ich werde auch gleich nochmal meine Skillung zeigen. Die könnt ihr dann quasi ausskillen, um dementsprechend wieder ranzuchargen, ist mir das ein oder andere Mal passiert. Zusätzlich haben wir dann noch diese Höllenbestien, die habt ihr auch gesehen, die spawnen hier auch immer mal wieder. Und jetzt müssen wir nochmal kurz einen Ticken zurückgehen. Diese Höllenbestien, die hauen dementsprechend immer einen Frontal auf euch raus. Und dieser Frontal, wenn ihr da drin steht, ja, fliegt er auch von der Plattform runter. Das ist dann so eine graue Fläche. Hier seht ihr nochmal die Augen, die wir sehen euch so an. Übrigens, die könnt ihr als Druid nur mit Zauberschaden töten, also wirklich nur mit Mondfeuer. Könnt ihr nicht cleaven oder was anderes, ihr müsst da einfach Mondfeuer draufhauen. Meistens reicht ein Mondfeuer, das tickt dann noch ein bisschen runter. Angenehmer ist es tatsächlich, mehrere Mondfeuer draufzuhauen, dass die schnell sterben, sonst müsst ihr ständig gucken, wo gehen die Augen hin. Und hier seht ihr diesen Frontal, jetzt bin ich wieder rangecharged, um dementsprechend nicht von der Plattform zu fliegen. Genau, das sind soweit die Fähigkeiten aus der ersten Phase. Und ja, wenn ihr den Boss auf 0 Leben runtergehauen habt, dann beginnt quasi die zweite Phase und der richtige Boss kommt. Kleine Randinformation, es spawnen diese Höllenbestien, alle paar Sekunden spawnt dann immer eine oder nach einer Minute oder so spawnt eine neue nach und es werden immer mehr. Umso länger ihr in der ersten Phase braucht, umso mehr Höllenbestien habt ihr und diese Höllenbestien sind in der zweiten Phase auch noch aktiv. Heißt, ihr könnt euch nicht endlos Zeit lassen in der ersten Phase. Da müsst ihr euch ein bisschen beeilen. Gut, dann würde ich sagen, gucken wir uns die zweite Phase an. Sobald nämlich der Boss auf quasi 0 Leben gedroppt ist, spawnt der nächste Mob. Am besten, kleiner Randtipp, versucht ihr so wenig Orbs wie möglich zu sorgen, um die hier in der zweiten Phase zu haben. In der zweiten Phase kommt Krull runter, der hat nicht sonderlich viele Fähigkeiten. Erstmal kommen so Laserstrahlen hier von der Seite, die könnt ihr umlaufen, beziehungsweise was ihr auch machen könnt, ihr könnt da drüber springen. Dann hat er so einen Sprung, wie ihr hier gerade seht. Das ist eine Slow-Fläche, da solltet ihr schnell rauskommen. Und dann habt ihr gerade gesehen, wurden zwei Spells von ihm gewirkt. Und die sind essentiell. Das ist eigentlich das komplette Toolkit. Hier das Vernichten, da müsst ihr ein Death-CD ziehen. Und hier der Cast, der muss unterbrochen werden. Wenn der Cast nicht unterbrochen wird, könnt ihr runterspringen. Dann heilt der Boss sich nämlich mit jedem Hit um 5% live und das kriegt er nicht mehr gegen DPS. Der andere, dieses Vernichten, gibt euch einen Debuff. Mit jedem Debuff, den ihr bekommt, kriegt ihr im Endeffekt 110% mehr Damage von Krull, also auch von seinem Vernichten. Das ist am Anfang geht es noch, aber wenn ihr mal 3 oder 4 Stacks habt, dann kriegt ihr 400% mehr Damage und dann one-shottet euch das einfach, selbst wenn ihr HCDs zieht. Deswegen müssen wir auf jeden Fall gucken, dass wir den Boss relativ schnell runterkriegen. Jetzt mit einem 10% Nerf
geht es, würde ich behaupten. Da sollte es wesentlich einfacher sein, hat ein bisschen weniger Leben. Davor war es schon bei mir zumindest relativ knackig. Zusätzlich haben wir hier immer noch die Ads aus der ersten Phase. Ihr seht, die kommen immer noch, die, wie gesagt, mit Desorientieren unterbrechen und oder mit den Raw, dass wir dementsprechend einmal den Cast nicht durchkriegen. Wichtig ist, dass ihr den Boss ein bisschen außenrum kitet. Und zwar haben wir nämlich sonst die Problematik, dass in der Mitte alles zugevoidet ist und dann kommt ihr nicht mehr richtig an die Orbs ran. Und ich sage euch, ich bin mehr als einmal daran gestorben, dass ich geslowt wurde in der Mitte, dass ich da alles zugeballert habe und dementsprechend nicht mehr an die Orbs rangekommen bin und ja, mich der Boss einfach umgehauen hat. So, wie dealen wir jetzt mit dem Vernichten? Im Optimalfall hauen wir ihn innerhalb von 4 Vernichten um. Heißt, wir ziehen beim ersten Vernichten zweimal unsere Active Mitigation. Beim zweiten Vernichten zweimal die Active Mitigation. Das ist übrigens ein Melee-Hit, deswegen Active Mitigation sinnvoll. Die Baumrinde am zweiten. Beim dritten ziehen wir zweimal Active Mitigation und am besten unsere Wall. Und beim vierten am besten zweimal Active Mitigation, Baumrinde und Wall. Dann müssen wir das vierte überleben. Ihr müsst voll live sein, sonst überlebt ihr es trotzdem nicht. Ne? Und dann muss der Boss tot sein. Bei mir wollte er jetzt gerade das letzte casten, habt ihr gesehen. Und dort habe ich dann noch einmal mit Desorientieren ihn unterbrochen. Wenn ihr ihn bei dem Vernichten unterbrecht, castet er es danach trotzdem nochmal weiter. Ich habe quasi dann nochmal 5 Sekunden rausgeholt. Ich habe ihn desorientiert, habe danach wollte es wieder casten, eine Orb eingesammelt, danach wollte es wieder casten und dann quasi einen Stun draufgehauen und noch mein Trinket durchgezogen, ihn gerade noch getötet. Also bei mir war es sehr knapp, um ihn umzuhauen. Und da seht ihr, ploppt auch das Achievement auf. So, soweit jetzt einmal zu den Fähigkeiten. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt nochmal die Skillung an. Das hatte ich nämlich vorher vergessen. Die Skillung hatte ich so gespielt, dass ich mit Dornranken spiele. Das ist jetzt nicht so relevant, da kriegen die Gegner noch ein bisschen Schaden, wenn sie euch hitten. Wilde Attacke solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen, dass ihr einfach ranchargen könnt. Ihr habt gesehen, der Höllenbestie kickt mich runter oder so ein Auge kickt mich runter. Ich kann einfach wieder ranchargen. Ist quasi so ein Backup-Safe. Dann wilde Gleichgewichts-Affinity, habt ihr einfach ein bisschen mehr Range. Macht auf jeden Fall Sinn. Der mächtige Hieb, nice to have, um quasi am Ende den Gegner nochmal zu stunnen und ein paar Sekunden rauszuholen. Inka fand ich persönlich schön, weil ihr am Ende, wenn ihr Inka noch zieht, ein bisschen mehr Leben habt, ein bisschen mehr E-Spammen könnt, die Geister gehen schneller down. Man kann aber auch Galactic Guardian spielen, das ist mehr Single-Target-Schaden. Dann kann man Erdenwächter spielen. Ich habe Überleben des Stärkeren geskillt, einfach, dass die Abklingzeiten am Ende von meiner Wall wieder fixer da sind. Manchmal brauche ich die Wall in der ersten Phase mit Oh-Shit-Button und wenn die dann auf Cooldown ist, dann war es das. Und dann haben wir noch Beiß und Reißen, dass wir, wenn wir es dreimal drauf machen, 6% weniger Schaden kriegen und 6% mehr austeilen auf die Gegner. So viel zu der Skillung. Es gibt eine Alternative, hatte ich auch schon gesehen, wo Leute Galactic Guardian gespielt haben und hier Herz des Waldes und in die Eule gehen am Anfang. Ihr habt ja diese Zone und dann einfach nur auf den Boss durchbrezeln. Das ist auch eine Option, die viable ist, dass ihr einfach nur durchbrezelt und dann erst in die Bärengestalt geht, wenn die jetzt kommt, die wegklieft und dann quasi wieder in die Eulengestalt. Dann könnt ihr es schaffen, dass ihr nur mit einem von diesen Infernals, also von diesen Höllenbestien, in die zweite Phase geht, macht es euch wesentlich einfacher. Ich habe hauptsächlich damit rumgestruggelt, dass ich 2 bzw. manche sogar 3 Höllenbestien hatte. Dann kommt man in der zweiten Phase kaum mehr an den Boss ran und dann wird es halt sehr, sehr schwierig. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt noch einmal den Fight an, dass das vielleicht ein bisschen einfacher ist zum Sehen. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir den richtigen haben. Ich glaube, hier haben wir den richtigen Fight. Genau, da müsste es losgehen und dann würde ich sagen, gucken wir uns den nochmal einmal an. Ich kann auch mal den Sound anmachen. Ich habe übrigens DBM drauf und dann werdet ihr gleich auch ein bisschen hören, ich hier die anderen wo Sachen die Sounds quasi sind. Timewalker fertig. Morgen kann ich dann komplett hier gleich hier anfangen. Ne? Ich muss mal gucken, ob ich morgen... Ja doch, ich habe eigentlich schon vor, morgen zu streamen. Mal schauen. Also seht rein, ich hau am Anfang ein bisschen meinen Beschuss drauf und dann einmal rein, um den zu countern. Versuche möglichst lang drin zu bleiben. Nebenbei habe ich ja noch gestreamt, deswegen habe ich ein bisschen Trash-Talk noch. Aber das sollte uns nicht abhalten davon, jetzt mal den kompletten Fight uns anzugucken. Seht, ich gehe am Anfang auf 6 Decks, einfach um ein bisschen den Schaden drauf zu kriegen. Und dann versuche ich die Augen draußen zu machen, denn wenn ich die Augen drin schon quasi dotte, dann verliere ich einfach ein bisschen Schaden. Jetzt habe ich die Ads zusammengesammelt. Er castet seine Heilung, deswegen laufe ich in die Orb rein, dass ich ihn unterbreche. Ich hätte jetzt auch reingehen können
und ihn quasi manuell mit meinem Interrupt unterbrechen, aber ich spiele ungern die Ads drin, die ratzen dann auch nochmal ganz gut Schaden rauf und wenn du dann noch Stacks halt kriegst, dass ich ist ein bisschen gefährlich. Runterkrieg, dass ich nur zwei Dinge spielen muss. Oh, ich hab wieder 6-6, das ist natürlich unten. Ja, das, was ich gerade gemeint habe mit den zwei Höllenbestien. Sobald du drei Höllenbestien hast, wird's eklig. So, da haben wir nochmal diesen Cleave nach vorne. Ich habe jetzt den Typhoon genommen. Wenn ihr nämlich die Eulenaffinität habt, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, könnt ihr mit dem Typhoon den Boss hier nach hinten kicken und das interruptet seinen Cast. Die, diese komischen Geister, die werden mit dem Typhoon nicht interrupted. Wenn ihr die nach hinten kickt, bringt überhaupt nichts. Habt ihr gesehen? Jetzt haben wir nochmal meinen Roar gezogen, um die zu unterbrechen. Ich. Und da wurde ich weggekickt. Das war jetzt ein bisschen verkackt. Ich hab dafür eine Orb gespart. War gar nicht so schlecht. Einmal nach hinten gekickt, rangecharged, interrupted, weil wenn dieser Life Leech durchgeht von ihm, dann passt das, ne? Dann hat man zu viele Höllenbestien am Ende, braucht viel zu lang und dann kannst du es eigentlich schon ablegen. Ich versuche, was ich gerade schon erwähnt habe, möglichst die Orb zu sparen für die zweite Phase. Die spawnen auch wieder, also man sollte sich so ein bisschen dran erinnern, welches als erstes gespawnt, dass man nicht die falsche quasi aufsaugt. Ist nicht immer ganz einfach, aber man sollte am besten so ein, zwei Orbs auf jeden Fall für die zweite Phase mitnehmen. Optimalerweise hat man sogar drei Orbs, das klappt aber nicht immer. Seht, hier habe ich es wieder verkackt, einmal rangecharged, deswegen der Charge ist hier Gold wert und wenn ihr es noch habt, dementsprechend dann noch den Goblin Gleiter. Das kostet mich natürlich extrem Schaden, wenn ich das mich hier erwischen lasse, also das solltet ihr am besten vermeiden, aber manchmal ist es ein bisschen ätzend, da hast du dann auch noch ein Auge, das dich lasert und dementsprechend wird es dann ziemlich schwer. Und immer schön auf die Stacks achten, ne? Dass er nicht wieder reinläuft. Das ist mir auch eins vor Tries passiert. Kurz bevor es ausläuft, nochmal reinläuft, dann ist auch RIP, ne? Weil da müsst ihr nochmal 10 Sekunden warten, bis dementsprechend der Stack runter ist. Und dann verliert ihr einfach extrem Schaden. Und ihr lauft natürlich auch Gefahr, dass ihr sterbt. Weil die Fläche da ist. So, mein Boss hat jetzt noch 5% Leben. Ihr solltet immer gucken, dass ihr einen schönen Übergang habt. Dass am besten keine Ads da sind, während der Boss runterkommt. Ich habe hier einen sehr schönen Übergang. Die Augen, die spawnen, alle anderen Ads, die spawnen nicht. Also die Elementare sind noch da. Und wenn die Geister da sind, wäre im Übergang ist immer richtig scheiße. Sobald der Boss quasi rauskommt, haue ich mein Taschenrechner-Lasergerät drauf. Das macht, wie ihr seht, relativ viel Single-Target. Jetzt zweimal Active Mitigation, das kicken. Und dann einfach hier ein bisschen rumlaufen. Einfach ein bisschen außen rum kiten, dass auch am besten die Höllenbestien nicht euch rankommen. Und jetzt haben wir diese Schrecken. Bei denen ist es übrigens so, die greifen nicht immer euch an. Die gehen manchmal auf Wählen. Und wenn die den runterhauen, dann habt ihr auch verloren. Deswegen ist es immer ein bisschen tricky, wenn die nicht zu euch kommen, müsst ihr schnell dahin, um Wählen zu retten. Und dann am besten eine Orb nehmen, dass sie auch Wählen wieder hochhalten. Ne? Also auf ihn müsst ihr auch ein bisschen achten. So, jetzt haben wir den zweiten vernichten. Muss ich eine Wall ziehen. Jetzt habe ich hier verkackt, habe eine Wall ziehen müssen, weil ich zu low war. Das ist ungünstig, aber ich spiele ja noch mit meinem Absorb Trinket. Das kann ich dann nachher noch benutzen, um das auszugleichen. Jetzt haben wir wieder Schrecken. Und die laufen jetzt wieder... Ah, diesmal kommen sie zu mir, ja. Einfach ein bisschen drauf. Ich versuche jetzt schon in der Nähe von der Orb zu kommen, denn ich muss mich auf jeden Fall hochheilen und die Mobs interrupten. Hätte wir jetzt wahrscheinlich auch mit dem Desmontieren das machen können, aber ich war schon ein bisschen low und dementsprechend war es nicht so gut. So, jetzt haben wir das nächste vernichten. Ich habe jetzt einmal Double Active Mitigation und das Schild gezogen und dementsprechend mein Trinket, weil sonst hätte ich das nicht überlebt. Jetzt habe ich noch eine Wall ready und beim vierten wird es jetzt ein bisschen kritisch. Wahrscheinlich wird da die Baumrinde nicht mehr ganz bereit. Jetzt haben wir nochmal Ads. Ich gehe jetzt wieder hier hin. Habe jetzt blöderweise die Mitte gevoidet, aber ich musste die Orb nehmen, sonst wäre ich wahrscheinlich gerippt. Und da versuchen wir eigentlich drüber zu springen. So, jetzt kommt das letzte. Ich ziehe jetzt nochmal die Wall. Habe drei Active Mitigation gerade oben gehabt. Hat gerade so ausgereicht. Und jetzt muss ich mich schicken, ne? Ein fünftes überlebe ich nicht, ich habe keine CDs mehr. Und jetzt muss ich einfach schauen, dass ich den Boss schnellstmöglich runterhaue. Wir haben noch eine Orb, damit kann ich ihn nochmal stunnen. Und die Elementare muss ich eh, oder die Geister muss ich eh nochmal interrupten. Versuche ich dann nochmal halbwegs hinzukommen. Es liegt blöderweise in der Slow-Fläche, was jetzt nicht so gut ist. Einfach einmal rein, die haben wir alle unterbrochen. Versuchen wir die noch wegzuerehen. Und der Boss wird jetzt gleich seinen Cast rausnehmen. Ihr seht, da haben wir den Cast, einmal desorientieren drauf. Dann stunnen. Jetzt hat er noch 3%, ich habe mein Laser-Trinket an. Und da geht er down. Nice, da ist er down. Ja, das ist der soweit. Der Fucker, echt. Das ist soweit quasi der Fight. Gut, dann sind wir einmal komplett durch. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen und alle Fragen beantworten. Wie gesagt, ich habe das Ganze mit DBM gespielt. Es gibt aber auch verschiedene Weak-Auren. Mir hat aber tatsächlich DBM dafür
ausgereicht. Ich werde die Tage nochmal einen ausführlicheren Guide fürs Gearing machen, für alle möglichen Klassen, also was ihr am besten nimmt. Aber wie gesagt, ich werde euch den WoW-Headlink unten reinposten. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Sollte noch Fragen offen geblieben sein, gerne in die Kommentare damit. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Tela, bis dann. Ciao.